Ich komme gleich. Okay, Leute, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Ihr erinnert euch, wir haben uns auf einer gewissen Seite angemeldet. Diese Seite hieß Connect to Me. Ich glaube, ihr erinnert euch. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von einem Jungen, der aus Bayern kommt. Und der hat mir gesagt, dass ich sehr hübsch sei und dass er auf jüngere Frauen steht. Er hat mich gefragt, wie alt ich bin. Ich habe ihm gesagt, dass ich 12 Jahre alt bin. Und er hat das gefeiert. Er hat das so gefeiert, dass ich jung bin. Und er meinte, er hat es öfteren betont, boah, Junge, ich liebe so Junge, Punkt, Punkt, Punkt. Und bla bla bla, bli bli bli, bla 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 und das und jenes. Und ich war sehr passiv, ich bin fast auf gar nichts eingegangen, aber er war sehr aktiv. Er hat direkt gesagt, hey, willst du meine Freundin sein? Willst du das? Willst du dies? Hihi, haha, haha. Wo willst du meine Freundin sein? Wir können uns treffen oder irgendwie sowas, meinte er, meine Freundin. Und jetzt, das ist noch das Harmloseste. Wir kamen zum Gespräch. Er hat irgendwann gesagt, möchtest du von mir, schick mir ein Foto von dir. Dann habe ich ihm ein ganz normales Foto geschickt von Susi. Ich habe das Bild von Susi geschickt und daraufhin kam irgendwann, hat er gesagt, kannst du mir auch mal geile Fotos schicken? Wo ich darauf meinte, nee, möchte ich nicht und so. Irgendwie sowas meinte ich. Daraufhin hat er gesagt, hört bitte genau hin, okay? Hört jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist nicht für schwache Nerven, okay? Ich habe gesagt, ich habe so getan, als ob meine Eltern getrennt sind, glaube ich. Oder ich meinte irgendwie, meine Mutter ist nicht oft zu Hause. Dann hat er des Öfteren gesagt, dann können wir ja jeden Tag Punkt, 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 ne? Dann können wir jeden Tag Punkt, 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 Punkt. Dann hat er mir gesagt, ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die ist 11 Jahre alt gewesen. Dann hat er mich gefragt, ob ich Videos und Fotos haben möchte. Ich will das Wort hier gar nicht aussprechen. Ich will das Wort gar nicht hier aussprechen. Ich meinte, nein, ich möchte keine Videos von deiner Ex-Freundin. Ich habe gesagt, ich möchte keine Bilder von deiner Ex-Freundin. Er hat mir daraufhin ein Bild von sich selbst geschickt. Und dann meinte er, warum willst du kein Bild von meiner Ex-Freundin? Wir haben es jeden Tag. Jeden Tag. Er hat mir irgendwann, hat er mir ein Foto geschickt von einem Kind. Das war angeblich seine Ex-Freundin. Die saß nackt auf einen Stuhl und hat alles gesehen. Untenrum alles gesehen. TikTok sportlich, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles hat was schon mal gemeint. Sie hat im Mund, da war eine erwachsene Person, die stand. Dein Gesicht hat man nicht gesehen. Ich will das Wort hier gar nicht geben. Man hat den Erwachsenen nur bis hierhin gesehen. Er hat nichts angehabt. Und ich TikTok-Sport, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles hat das schon mal für gemeint.
Das Mädchen hat im Mund. Ihr wisst Bescheid, ich will das gar nicht sagen. Gehabt und hat Mittelfinger gezeigt. Ich weiß auch nicht, warum Mittelfinger. Anscheinend hat er sich vielleicht dazu gezwungen. Ich habe direkt 404 angeschrieben, er hat mich angerufen, er meinte direkt zur Polizei. Ich bin direkt zur Polizei gegangen. 404 hat geredet, dann, also er meinte, ruf mich an, wenn du da bist. Ich kläre das ab. Er war da, er konnte nicht wirklich reden. Sie meinte, alles gut, wir wissen Bescheid. Danach hat er aufgelegt. Dann habe ich mit der Dame weitergeredet und ich habe das zur Anzeige gebracht. Ich habe leider zu spät diesem Typen geantwortet. Ich habe leider seine Nummer nicht rausbekommen. Ich habe ein perfektes Gesichtsfoto von ihm. Ich weiß, wie er heißt und ich weiß, wo er ungefähr wohnt. Ich habe alles der Polizei gegeben. Alles, volles Programm, alle Chats, alle Screenshots. Das wurde jetzt der Kriminalpolizei weitergeleitet. Ich habe mein Handy nicht. Mein Handy wurde genommen. Die haben mein Handy genommen und die meinten, es ist okay, wenn wir raufschauen. Ich meinte, natürlich, ist alles okay. Könnt alles abchecken, was ihr wollt. Ich habe mich als 12 Jahre ausgegeben. Das Mädchen, was er mir die Bilder geschickt hat, war angeblich 11. Die Frage ist jetzt, ob er das war, aber es ist halt Kinder-P, Punkt. Das wurde jetzt der Polizei, also ich habe alles der Polizei weitergegeben, die haben Screenshots gemacht, die haben mein Handy genommen, die haben alles gemacht, alles. Ich war über zwei Stunden war ich da bei der Polizei. Ich war, glaube ich, 2 Stunden bei der Polizei. Die haben alle Daten aufgenommen. Ich weiß, also der Typ hat mich direkt danach blockiert. Ich habe viel zu spät geantwortet. Als er mir das Foto geschickt hat, hat er mich auch so gefragt, mäßig, gefällt es dir oder wie findest du das Foto? Ich war schockiert. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und als ich ihn danach irgendwann geschrieben habe, war es leider viel zu spät. Und der Typ hat leider mich blockiert, aber der Typ hat, ich denke mal, er hat mich blockiert, weil er ist sehr aktiv da auf der Seite. Der hat irgendwie 3.000-4.000 Chats gehabt, Chatsanfragen. Ich habe Anzeige erstattet, ich habe jetzt auch einen Kontakt, also ich werde jetzt, mal gucken, wenn alles gut läuft. Kriege ich mein Handy vielleicht nächste Woche wieder oder so, inshallah, sogar früher vielleicht. Und was ist passiert? Ja, okay, für die Leute, die neu reingekommen sind, versuche ich das jetzt nochmal zu erklären. Ich habe mit jemandem gestern, es war heute tatsächlich, um 13.07 Uhr, hat mir jemand eine Anfrage geschickt. Jo, was geht? Hi, du siehst hübsch aus. Dann hat er mir direkt ein Bild von seinem Profil geschickt. So, da kann man irgendwie bei Connect2 sein Profil weiterleiten oder was, weil das ist am Anfang anonym, aber du kannst den Leuten dann dein Profil freigeben. Ist das passiert? Und dann hat er direkt sein dritter Satz, den er mir geschrieben hat, war direkt: Ich stehe auf Jüngere. Sein dritter Satz oder so war direkt: Ich stehe auf Jüngere. Des Öfter hat er eklige Moves gebracht, des Öfter hat er dieses eklige Sachen angesprochen, was er mit mir machen möchte. Dann kam es irgendwann dazu, dass er mir über seiner Ex, dann hat er mir über seine Ex-Freundin erzählt, dass seine Ex 11 ist und dass sie auch jeden Tag, Digga, das ist, er meinte sogar mal, willst du Videos und Fotos sehen von meiner Ex-Freundin? TikTok sportlich, Distanzierung, ich finde diesen Aussagen alles abgesprochen.
Dann hat er mir einfach, guck mal Leute, ich bin so passiv geblieben, ich habe nicht mal Ja gesagt, ich habe Nein gesagt, soweit ich mich erinnere. Und der Typ hat es mir einfach von alleine geschickt. Ein kleines Mädchen sitzt auf dem Stuhl. Sie hat, glaube ich, vielleicht nur so ein Triggerwarnung. Sie hat nur ein T-Shirt an. Unten hast du alles gesehen. Wie sagst du? Ich zeige euch, ich mache das jetzt wirklich ganz genau nach. Man hat alles gesehen. Der Typ war neben ihr. Ohne alles. Ich darf das hier nicht sagen. Ihr wisst was, also... Und sie hat so einen Mittelfinger, zwei Mittelfinger, und das war ein Kind. So blass, natürlich, Leute, ich war gerade 2 Stunden bei der Polizei. Die haben mein Handy genommen, weil das dann auch alles halt, weil ich ja diese Bilder dann auch wahrscheinlich habe auf mein Handy, müssen das alles vernichten und die werden dann halt auch wahrscheinlich die ganzen Daten durchgucken, die Chats und so. Wie alt war er? Er war, ich glaube, der PO war 23 oder 24 war der. Ich nehme mal kurz Nadim rein. Ruf mal Nadim, Leute, sag Fudo will live. Sag Fudo will live. Nee, kein. Ich hab Marvin das direkt auch geschrieben, der Marvin meinte auch direkt zur Polizei gehen. Marvin hat auch ganz kurz, er meinte, wenn du da bist, lass mich ganz kurz anrufen. Ich hatte angerufen, dann hat er das ganz kurz gesagt, ja, wir haben hier einen Pädophilen und dies und das. Dann meinte die Frau auch, okay, alles gut, kannst du auch irgendwie klären, das jetzt so. Und danach, es ist sehr krass, was passiert ist, Leute. Ich habe jetzt mein Handy nicht, ich habe jetzt ein Ersatzhandy hier am Start. Ja. Ich war schock. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben, glaube ich. Vielleicht mal auf Omitiv, so ein Ekel, aber sonst. Oder 26, 24. Ich habe perfektes Bild von seinem Gesicht, wenn er das ist. Er hat auch gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Des Öfteren. Er hat mich gefragt, des Öfteren, ob wir zusammen sein wollen. Mit dir sein will, Digga. Du bist 25. Ich gebe mich als 12 aus. Cardi. Aber noch ein Match. Okay. Meinst du, die Polizei findet ihn? Also, Gesichtserkennung, ich habe so ein Bild von ihm. Genau so. Wo er lacht. Wenn die eine Gesichtserkennung haben, man weiß ungefähr, wo er herkommt. Man sieht sein Auto. Das einzige, leider hat er sein Kennzeichen ausgegraut. Fuck, Digga, ich hätte eigentlich direkt weiterschreiben müssen und direkt nach seiner Nummer gefragt sollen. Ehrlich. Leute, ich werde morgen die Kripo fragen, ob das in Ordnung ist, ob ich damit... Also ich habe der Polizei da auch gesagt, ey, wisst ihr was, das wird jetzt des Öfteren vorkommen. Ich meinte zu der Polizei, das wird des Öfteren vorkommen. Und ich meinte auch, stellt euch ein, dass es öfter vorkommen wird und dass ich mich auch mit denen treffen werde und so. Ich hatte mal eine Frage an. Hallo. Ich war bei der Polizei. Und? Die haben Pädophilen angezeigt. Hast du ihn angezeigt? Ja. Okay, was hast du ihn nur gesprochen? Oder er hat das Foto geschickt, das war vorbei. Wo?